Ah, Herr Baldwech, schön, dass Sie mal wieder da sind. Was kann ich denn für Sie tun? Brauchen Sie wieder neue Grundrechte? Wir haben gerade neue Lieferungen bekommen. Ah, Sie sind abhanden gekommen. Sie wollen sie zurückhaben. Jetzt verstehe ich. Na, schauen wir doch mal, was wir hier haben. Also da hätten wir zum Beispiel Religionsfreiheit. Ganz frisches Grundrecht, ohne Beschränkungen. Kann von jedem ausgeübt werden, der eine Religion hat. Haben Sie schon mal versucht? Naja, gut. Querdenken ist natürlich keine Religion. Also eine Religion müssten Sie schon dafür haben. Wie wäre es denn dann mit Versammlungsfreiheit? Versammlungsfreiheit, Artikel 8, super Grundrecht, ist aber ein deutsches Grundrecht, gell? Sie brauchen dafür mindestens zwei Deutsche und einen Schäferhund. Ha, den Witz kannten Sie, gell? Zwei Deutsche und ein deutscher Schäferhund. Weil man ja eine Versammlung braucht mit zwei oder drei Leuten, funktioniert auch gegen kleine Ordnungswidrigkeiten. Der Rechtsstaat lässt da so einiges mit sich machen. Haben Sie schon? Brauchen Sie nicht. Okay, wie wäre es denn dann mit Meinungsfreiheit? Total weitgehendes Grundrecht, aber kann eingeschränkt werden durch allgemeine Gesetze. Ach so, Sie wollen, dass die anderen keine Freiheit haben. Na gut, dafür brauchen Sie die Meinungsfreiheit nicht. Die geht ja nur darum, dass Sie sagen dürfen, was Sie wollen. Oder, ja, was bräuchten wir denn sonst noch? Sie wollen alle Grundrechte wieder haben. Ja, was haben Sie denn vor? Ah, eine Veranstaltung, eine Party mit 100 Leuten drin. Da, keine Maske. Na gut. Dann bräuchten Sie eigentlich Artikel 2 Grundgesetz. Das ist das allgemeine Freiheitsgrundrecht. Das ist total flexibel, kann man überall anwenden, aber ist nicht besonders stabil, hat nämlich ihre Grenzen dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Kennen Sie ja schon, so liberale Revolution und Aufklärung. Naja, das Problem ist natürlich, dass das Recht auf Leben auch für andere gilt. Wollen Sie nicht? Ja gut. Dann sollten Sie es vielleicht nebenan nochmal versuchen, bei der Diktatur. Da kann man machen, was man will, aber nur, wenn man der Diktator ist.